Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Urs Reiter und wir sind in Folge 124 von Arboreon. Ja, ich bin zu dieser Mine geflogen, habe die Dame an Bord genommen und wie ihr seht, da oben ist so ein sippes, schönes, kleines Symbol hier. Und ja, jetzt muss ich Schiff ausbauen, weil überbevölkert. Super, oder? Das heißt, wir machen nach dem Intro kurz der Bausequenz rein, bis wir dann den Händlerkameraden suchen, Kapitän suchen, den wir dann brauchen. Ne? Dann bis gleich. So, dann schauen wir mal, dass wir hier gerade, ne, sag schon, Quartiere in Blau bauen. Da sind sie. Jetzt müssen wir die noch irgendwo hinsetzen. Was ist das denn hier vorne? Trinium-Quartier, okay, wir hatten wohl schon mal ausgebaut. Steuerung C, Steuerung V und wir verdoppeln einfach hier. Dann sollte das reichen, ne? Jetzt haben wir 19 von 18. Sollte nicht reichen. Wir haben 19 an Bord und nur 18 können da rein. Das heißt, wir setzen es nochmal drunter. Jetzt haben wir 19 von 19. Gut, Moral kann dann auch wieder steigen. Okay, damit sind wir da schon mal weiter. So, jetzt bedeutet das, wir gucken in einen anderen Sektor, um dort noch Handelskapitäne zu finden. Jetzt hätte ich natürlich noch mehr ausbauen können, fällt mir gerade so ein, weil, ne, wäre wichtig gewesen. Da ist ein Wurmloch. Wie, da ist ein Wurmloch? Ich habe gar nicht angezeigt, wo es hingeht, oder? Dann fliegen wir dahin. Aber wenn, dann können wir eigentlich auch kurz gucken, wo das Tor hier ist. Das ist das Nordtor, also fliegen wir da lang. So, einmal da durch dann. Das liegt ganz schön flach, ne? Da müssen wir vielleicht erst so fliegen, damit wir da besser reinkommen. So, sieht schon besser aus, oder? Okay, wir sind noch zu schnell in diese Richtung unterwegs. Okay, wir fliegen von hinten rein. Das war jetzt ein Satz mit X, das war wohl nix. Da ist der Akku leer. Kriegen wir das noch hin? Wahrscheinlich voll an den Rand geknitscht. Glück gehabt. Ja, jetzt ist der Akku leer. Boah, kann doch nicht so schwer sein, da jetzt reinzufliegen, oder? Jetzt hauen wir noch an den Rand. Glück gehabt. Okay. Dann gucken wir doch mal nach dem Wurmloch da, oder? Da ist es tatsächlich. Und wir sind noch nicht da durchgesprungen, oder wie sehe ich das? Da ist keine blaue Linie da. Mich interessiert nur kurz, wo es hingeht, deswegen, das machen wir mal. Ist hier ein Weltraumfriedhof da links? Wahrscheinlich, oder? Und gleich ist wieder unsere Batterie leer. Hier sehen wir natürlich nicht, wie weit das weg ist. Doch, da rechts 52, 51, okay. Einmal durchs Wurmloch, bitte. Und so schauen, wo es hingeht. Noch 30. Die Batterie geht gerade richtig runter. 20, 15 und der. Okay. Jetzt geht es gerade ein bisschen langsamer dahin. Lass mal gerade den Akku da wieder laden.
Geht auch. Na, nee, ich lasse ihn lieber erstmal aufladen, bevor ich durchspringe. Wer weiß, was mich dahinter erwartet, ne? Vielleicht knallt es dann richtig, dann habe ich ein Problem, da wieder wegzukommen, ne? Zurzeit geht ja gar nichts. Jetzt laden wir aber wieder auf. Okay. Die Triebwerke blinken nicht mehr. Alles gut. Lass uns einfach langsam mal reinfliegen jetzt. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen, ne? Batterie ist schon wieder halb voll. Und da springen wir. Und schauen wir mal. Wo ging die Reise hin? Nach Norden wohl. Okay, einfach nur in ein anderes Randgebiet, aber recht weit weg. Discover ist jetzt hier. Und los ist hier nichts, ne? Ah, da ist ein Blips in unserer Reichweite. Ich werde nur einmal dahin fliegen und wieder zurück. Nach da. Gucken wir einmal rein da. Überraumantrieb startet. Oben rechts das Symbol erschienen, dass wir wem die Ware abnehmen können. Gucken wir gerade, was uns hier erwartet. So, da sind wir. Reisfarmen gibt es hier, Raumjäger und Handelsposten. Okay. Lass uns gerade das da oben. Der Segel von einer anderen Fraktion angegriffen, alles klar. Hier nehmen wir gerade mit, damit die weiterarbeiten können. Und hier gibt es ganz viele Sachen, ne? Da sitzen sie, da sind sie gerade gekommen hier. Eine andere Fraktion. Ja. Gucken wir gerade bei der Raumjägerfabrik vorbei. Oh, da sind Schmuggler als Kapitän. Vernetzt, unauffällig, raffiniert. Bringt uns das was? Kann alle Güter handeln und transportieren, ohne dass was passiert. Der weiß, wie man es versteckt. Ich lasse das erstmal so. Gucken wir da rein. Crew anheuern, kein Kapitän. Ja, wir sollten vielleicht hier rüber gehen, ne? Crew. Kein Kapitän. Raumjägerfabrik hatten wir Reisfarm. Crew anheuern, kein Kapitän. Nächste Reisfarm. Crew anheuern, kein Kapitän. Wahrscheinlich ist auf der Farm sowieso keiner. Zivile Schiffe, Händler und Frachter werden mit dem Segment bis wieder Frieden eingekehrt ist. Okay. Crew, kein Kapitän. Noch zwei Reisfarmen. Ja, vielleicht hat er sich auf dem Altersruhesitz eine Reisfarm gekauft, der Kapitän, und möchte jetzt gerne noch eine Reise begeben. Aber es sieht so aus, als ob da nichts mehr ist. Ne, da ist auch keiner. Okay, dann haben wir das geklärt. Wann kehrt hier Ruhe ein, ist die Frage. Das Aemit-Imperium. Landeerlaubnis da verweigert. Ja. Das bedeutet, wir springen jetzt wieder hier zu unserem Dingens zurück, zu unserem Wurmloch und gucken zu, dass wir da hinkommen und dann wieder zurück. Kleiner Ausflug am Rande, ne? Hier haben wir leider keinen Kapitän gefunden, aber wir haben hier ein bisschen von der Karte aufgedeckt. Weiß nicht, ob das für uns jetzt einen Vorteil hat oder nicht. Keine Ahnung, aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass hier gekämpft wird. So, wo ist das Wurmloch? Nicht da. Da. 30 entfernt. Das sollten wir schaffen.
Noch 20. 15. 10. 5. Und wir sind gleich durch. Sind wir wieder da, wo wir waren? Wurmluft haben wir entdeckt. Ich glaube, hier in dem Dingens war der Schrottplatz oder was das war, ne? Können wir gerade einmal sofort entziffern hier. Schrottplatz, genau. Gibt es also wahrscheinlich nichts. Können aber mal reingucken. Nicht, dass es nachher einen Kapitän gibt und ich den nicht erwischt habe. Hier ist der Schrottplatz, ne? Ja. Gut, das bedeutet. Hier gibt es ein Tor Richtung Osten. Richtung Westen. Das ist das Nordtor. Das bringt uns dahin. Und das Tor Richtung Westen ist wahrscheinlich dann das. Da es noch nicht entdeckt ist, fliegen wir da mal hin. 59 ist natürlich eine Ecke, ne? Norden wäre besser gewesen. Ja, gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Also das da unten, der zieht aus dem grünen Balken raus. Und da drüber ist der Akku, der jetzt wohl erst benutzt wird. Oder nicht mehr das, doch jetzt nagt er am Akku. Okay, jetzt geht unten der Balken von rot wieder in grün über und dann wird oben der Akku geladen, alles klar. Und sonst braucht hier unser Antrieb den ganzen Strom. So, da sind wir durch. Gucken wir, wo wir rauskommen, ne? Direkt daneben war ja eine Stelle. Ist das die? Einmal die Karte bitte. Einmal das Weltraum bitte. Lädt noch. So, da sind wir da. Jetzt mache ich da oben am Rand. Ja, es war tatsächlich nur ein Schritt weiter, ne? Naja. Da gibt es ein Tor. Und da gibt es ein Tor. Das Süd-Südwest-Tor wäre näher, aber ich mach's gar nicht. Planetarer Handelsposten. Ich da schon mal gewesen? Fliegen wir jetzt auf jeden Fall mal hin. Hyperraumantrieb an und dann einmal dahin gesprungen. Weiß jetzt gar nicht mehr. Planetarer Handelsposten. Denn der Unterschied? Okay, wohl nichts Besonderes, ne? Hier gibt es keinen Kapitän. Und das ist der andere Handelsposten. Auch kein Unterschied. Das brauchen wir alle nicht. Schiff von Eisreiter, eine Korvette können wir, glaube ich, nicht anquatschen, ne? Nee. Das bedeutet, wir springen weiter. Da gibt es Piraten. Möchte ich jetzt Piraten angreifen? Ich glaube nicht. Hier ist ein Notrufsignal, aber außer Sprungreichweite. Wir können jetzt dahin springen, ne? Machen wir doch, oder? Route berechnet, wir fliegen dahin. Und weg sind wir. So.
Der Handelsposten. Angesprochen. Crew anheuern, kein Kapitän. Crew anheuern, kein Kapitän. Doch, da ist ein Kapitän, aber kein Wert. Navigation und arrogant. Nee, machen wir erstmal nicht. Ressourcendepot. Kein Kapitän. Und den Handelsposten noch. Ah, ein Händler. Anheuern. Achso, wir müssen da erst hin. Gebildet ist schon mal gut, vernetzt ist gut, arrogant, naja, und harmlos. Naja, das ist vielleicht jetzt auch nicht der Beste, aber wir holen ihn jetzt gerade noch ab. Den brauchen wir noch. Ist immer gut, dass wir den haben. Ich hoffe, der geht jetzt nicht gleich irgendwo in ein anderes Schiff rein und ist weg. So. Wo kommt hier ein Looking Point? Nirgendwo. Da oben gleich, da vorne. Gedockt sind wir schon. Dann schauen wir noch mal rein. Crew anheuern und anheuern. Gibt es hier wohl eine Ablaufzeit? Ich hoffe nicht, ne? Wenn, dann sehe ich sie nicht. Und wir haben wieder zu wenig Platz. Das heißt, noch mehr Räume hier für die Leute machen. Jetzt haben wir Crew 21 schon. Hier mit Aussicht in allen Richtungen. So, jetzt passt's. Wenn wir schon so schön gemacht haben, machen wir da oben auch noch einen. So. Jetzt haben wir sogar noch einen Platz mehr frei. Okay, dann haben wir das geschafft. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.